Ronald Perschke und Stefan Kennerknecht jetzt bei mir in der Gesprächsrunde hier in der Europace-Konferenz. Schön, dass ihr da seid. Von Going Public bist du. Und wir haben jetzt schon gerade drüber gesprochen, ihr seid alle schon lange im Business. Europace, Going Public. Was hat sich in den vergangenen, sagen wir mal, 30 Jahren verändert in der Branche? Ja, sind eine Menge Dinge. Also ich würde mal zwei ganz wesentliche rausgreifen. Das eine ist, klar, wir sind digitaler geworden, alle. Ne? Also das ist ein Trend, der unumkehrbar ist, der auch gut ist. Und selbst uns in der Weiterbildung berührt das. Und da haben wir ja auch so einen Anknüpfungspunkt, sage ich mal, zwischen Europäern und uns. Ja? Zweiter Punkt ist, ich glaube, der Einstieg in den Beruf ist anspruchsvoller geworden, weil die Kunden sich mehr vorstellen, was sie vom Berater erwarten, aber auch der Regulierer, also das eine oder andere dazu beitragen hat, dass man eine gewisse Barriere, eine gewisse Hürde hat, um in die Branche reinzukommen. Ja. Wie hat sich denn die Kunden- oder Partnergewinnung verändert? Also ich glaube, es geht ganz viel heute darum, die unterschiedlichen Bedürfnislagen von einzelnen Kundengruppen anzuerkennen. Das betrifft sowohl die Verbraucher, die halt immer unterschiedlich ticken. Man kennt den, der die Excel-Liste braucht oder der das gute Gefühl braucht, der das total verstehen muss oder der auf einen vertrauensvollen Zusammenarbeit mit einer Marke baut. Und genauso ist es für uns in der Partnergewinnung, wo wir ja in der Regel mit größeren Unternehmen sprechen, wichtig einzuordnen, wo sind diese Unternehmen. Wenn wir mit Bankhäusern sprechen, in der Frage, ob wir unsere Technologie in die Bankfiliale bringen, gibt es da andere Bedürfnisse, als wenn du heute mit einem Fintech Unternehmen redest, das vielleicht eher dann sagt, gib mir irgendwie da, wo die Schnittstellen stehen und ich lade mir das selber runter, dann bin ich die APIs an und gut ist. Ne? Also da gibt es tatsächlich heute schon ein starkes Bewusstsein dafür, dass es unterschiedliche Bedürfnislagen gibt, auf die du auch in der Partner- und auch in der Kundengewinnung, wenn du beim Verbraucher bist, reagieren musst, reagieren kannst und damit auch erfolgreich bist, wenn du das tust. Okay, das ist jetzt die Kundenseite, aber wie haben sich die Anforderungen an den Vertrieb geändert? Ja gut, gerade wenn wir beim Thema Gewinnung bleiben, da muss halt heute jeder seinen Führerschein mindestens in der Tasche haben. Ne? Und wie Stefan schon sagte, es kommt natürlich darauf an, mit welchen Partnern spricht man da. Ne? Die Banken haben eingeführte Personalentwicklungssysteme, die gibt es lange, das ist kein Thema. Aber in der Vertriebslandschaft haben wir ja durchaus die ein oder andere Anforderung, die vor 20 Jahren so nicht da gewesen ist. Und darauf muss man auch Antworten finden und die haben wir ja auch gemeinsam. Ne? Also das entwickelt sich erst ein Beispiel, ein konkretes. Also ein Beispiel sind ja die ganzen Buchstaben aus der 34-Familie, so würde ich die mal nennen, ne? Die Gewerbeordnung, ja? 34 I, D, F und hier im Bereich interessiert uns ja vor allem der 34 I, also dieser Führerschein für die jeweilige Sparte. Ja? Das ist etwas, das brauchte man bis vor einigen Jahren nicht. Ne? Da konnte man morgens aufwachen und sagen, so, heute bin ich Finanzierungsvermittler. Jetzt braucht es also einen ernsthaften Einstieg in den Beruf. Ja? Und ja, jetzt haben wir zwar die Anforderung, aber im Hinblick auf Personalgewinnung ist ja das Interessante auch noch, dass die jungen Leute sich heute auch genauer angucken, glaube ich, in welchen Beruf steigen sie ein. Vielleicht reicht ja der 34i auch gar nicht. Ich brauche Karrieresysteme, um die Leute auch zu motivieren und Spaß an der Sache zu haben. Ronald, schon die Digitalisierung angesprochen, das ist ja immer so ein bisschen Fluch, ein bisschen Segen. Welche Vorteile siehst du, welche Nachteile siehst du, die da mit der Digitalisierung einhergehen? Also ein Vorteil ist natürlich, wenn es einfacher wird. Ne? Und es ist ganz immer spannend, wenn man über Digitalisierung redet, da versteht der eine, denn wir machen da ein technisches System drüber und der andere sagt, wir denken das neu. Also ich nehme da als Beispiel immer das Thema Dokumente. Wenn man beim 34i in der Baufinanzierung braucht, da braucht man eine Menge Zeug, das man mitbringen muss, um so eine einmaliges, in der Regel 0,7-maliges Ereignis im Leben eigentlich, das es nur gibt. Ne? Und da ist man auch bereit, viele Wege zu gehen. Und wenn wir so Dokumente nehmen und die digitalisieren, dann spricht man erstmal vom Erkennen, das ist eigentlich Technisieren. Also wir lesen das technisch aus, man kann das irgendwie hochladen, dann fangen wir an, es zu kategorisieren. Also dann sagen wir, was ist das ungefähr? Dann fangen wir an, es auszulesen, was steht da drin, wenn wir wissen, was es ist. Dann fangen wir an, es zu verstehen. Dann können wir so Sachen machen wie Fraud Detection. Und dann mal gucken, passen eigentlich die Informationen? Oder ist das richtig? Ist das glaubwürdig? Kann ich dem vertrauen? Und wenn wir dann wirklich Digitalisierung denken, dann schaffen wir die ganzen Dokumente am Ende wieder ab. Weil die brauchen wir ja eigentlich gar nicht, weil die Daten sind ja auch schon alle woanders da. Und der Vorteil, der damit einhergeht, ist Fokussierung auf das, was in der Baufinanzierung ist ein schönes Beispiel, was wirklich wichtig ist, nämlich das Begleiten des Kunden in diesem Verfahren. Und das gilt für alle Branchen, auch wo man vielleicht keine Berater mehr braucht, sondern der Kunde es selbst tun kann. Auch die Technologie begleitet ihn. Ne? Was ein Nachteil ist, wenn man das als Nachteil verstehen kann, es wird natürlich weniger menschlich. Ne? Also wir neigen dazu, komplizierte Probleme durch Maschinen erledigen zu lassen. Kompliziert, das geht. Komplex, also wenn man Beziehungsmanagement braucht, sich streiten will, emotionale Dinge transportieren, da sind die Maschinen noch lange nicht. Und das macht so die Vor- und Nachteile von Digitalisierung durchaus aus.
das ist gerade angesprochen, so maschinell automatisiert, dann gibt es noch wirtschaftliche, monetäre Faktoren, aber wie wichtig, weil das halt bei der Europace-Konferenz 35 jetzt das Thema ist, Kommunikation. Wie wichtig ist denn die Kommunikation in der Finanzbranche? Ja, ich knüpfe an dem, was Stefan sagte. Also Digitalisierung gut und schön, aber ohne Kommunikation auch gegen meinen Kunden, ne, geht's nicht. Also ich glaube, gerade Finanzierung ist ein Vertrauensgeschäft, ne? Das macht man einmal im Leben, 0,7 Mal im Leben da menschelt's. Ja? Und egal, wie gut wir digitalisieren, ich glaube, es braucht den persönlichen Austausch mit dem Kunden. Heißt aber auch für uns jetzt wieder, ich setze jetzt wieder die Personalentwicklungsbrille auf, dass wir genauso auch in der Personalentwicklung natürlich gucken müssen, dass wir erstens weiter gute Berater in die Branche bekommen, das ist echt der Engpass, und die da sind, auch in die Lage versetzen, mit diesen neuen digitalen Systemen in einer guten Kommunikationsform auch umgehen zu können. Also digitale Welt und menschliche Welt geht aus meiner Sicht total miteinander einher, da muss man sich die Hand geben, aber das muss man ein bisschen trainieren, ne? Ist aber leicht zu trainieren oder ist es schwierig? Ja, Training ist nie leicht, aber wenn man es gut kann, dann wird es leicht für den, der trainiert wird. Wunderbar, Training ist nie leicht, aber es lohnt sich. Ronald, Stefan, Dankeschön. Herzlichen Dank, Jo.